Was ist hier passiert? Der Ladenbesitzer hat festgestellt, dass sein CO2-Warner aufgegangen ist. Daraufhin hat er die Feuerwehr alarmiert. Wir sind jetzt hier mit einem Messtrupp und weiteren Kräften, haben dann festgestellt, dass hier eine Gasflasche undicht ist. Die versuchen wir jetzt abzudichten und anschließend werden wir Lüftungsmaßnahmen durchführen. Es gibt keine Verletzten, somit ist die Maßnahme für uns schon hier fast abgeschlossen. Mit wie vielen Einsatzkräften und Fahrzeugen waren Sie vor Ort? Ja, wir sind hier insgesamt mit 3 Fahrzeugen hier. Einmal das HLF 1, das ist hier in Staffelstärke. Dann hier das Messfahrzeug, ist 1:3, also mit 4 Leuten sind wir hier, wobei ein Kamerad mit mir gefahren ist und ja, ich bin dann hier mit dem Kameraden sprechen. 3 Fahrzeuge. Und wie lange der Einsatz dauern kann, können Sie nicht sagen, ne? Ja, jetzt wird noch quer gelüftet und das dauert in der Regel jetzt hier bei dem Einsatzobjekt Räumlichkeiten ca. 10 Minuten als grobe Schätzung und dann sind wir durch. Ja, und dann von Kontrollen. Und